Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen in meine Kalinkas Küche. Habt ihr mal eine Suppe mit Konserven, mit Fischkonserven gekocht? Wenn nein, dann musst ihr dieses Video anschauen und das mal nachkochen. Es ist wirklich so einfach, aber auch so lecker. Und besonders jetzt bei so einem kalten Wetter, die Suppe sowieso gehen sehr gut. Und diese Suppe sieht so aus. Schaut, wir haben hier alles. Und Kartoffel und Möhren und Thunfisch, alles. Und wenn ihr Interesse habt, wie wird man so eine Suppe kochen, dann bleiben Sie bei mir und ich werde euch es zeigen, Schritt für Schritt, wie immer. Ihr werdet es nicht bereuen. Schmeckt sehr gut und sehr preiswert. Und bei unseren jetzigen Preisen, das ist auch sehr wichtig, was man auf den Tisch stellt, dass nicht zu teuer ist, aber auch alle satt werden. So, ich habe jetzt alle Zutaten auf den Tisch gestellt und noch nicht klein geschnitten, weil ich möchte gerne, dass ihr so einen Überblick habt, was und wie viel habe ich es genommen, aber ihr könnt dann anpassen an eure Familie. Ich habe jetzt hier ungefähr so 6 kleine Kartoffeln, eine große Möhre genommen, dann noch meine letzte Zucchini aus dem Garten, so eine kleine könnt ihr noch retten. Sellerie, das sind die Stangensellerie, schneide ich mir sehr klein in so eine Würfelchen und friere ein und dann kann ich nutzen für Smoothie oder für Suppe. 2 so eine Frühlingszwiebel, 1 Zwiebel, eine Dose Thunfisch im eigenen Saft. Es kann man auch mit Öl nehmen, nur ich mag nicht, dass dieser Geschmack von Öl in die Suppe. So, anbraten kann man mit dem Öl, mit dem Fett oder wie in meinem Fall mit dem Butterschmalz. Dann brauchen wir ein bisschen für die Säure in dieser Suppe, für die Fisch, etwas Zitronensaft, in meinem Fall ungefähr so 1,5 Teelöffel, ein Knoblauch und von den Gewürzen Salz, Pfeffer, bisschen Oregano, ein Loberblatt, Paprikarosen scharf, Sojasauce, nach eurem eigenen Geschmack. Wenn ihr nicht wollt, müsst ihr es nicht machen, reicht auch Salz. Nur den Geschmack von Sojasauce und Fisch gefällt zum Beispiel mir. Und dann habe ich noch so eine Paprikasauce, Gewürze, so etwas scharfe. Kann man nehmen, muss man aber nicht. Kann man auch ein bisschen von Chili-Pulver nehmen. Und Gewürze, liebe Freunde, sowieso nach eigenem Geschmack anpassen. Jetzt brauchen wir nur alles klein schneiden. Und als kleiner es ist, als schöner es ist in der Suppe und auch auf dem Teller. Ich schneide alles in die Würfel. Schau, so klein. Kartoffeln natürlich etwas größer. So dreimal durchschneiden reicht. Und ungefähr in so eine Würfel. Die Zucchini auch in eine Würfel und den Zwiebel in Scheiben. So, Gemüse habe ich jetzt vorbereitet, alles klein geschnitten. Schaut ihr? So. Zwiebel und Knoblauch und grüne Frühlingszwiebel dann zum Servieren. Und jetzt gehen wir ans Herd und werden wir unsere Suppe kochen. Als erstes geben wir ein bisschen Fett in den Topf hier. In meinem Fall habe ich jetzt Butterschmalz genommen. Und lassen wir es mal heiß werden. So, schauen wir nach unserem Fett. Ja, ist der heiß. Und als erstes werden wir Zwiebel anbraten. Und wenn jetzt Zwiebel schon seine Aroma fängt zu geben, geben wir Knoblauch dazu, Paprika rosenscharf, ein Loberblatt und ein bisschen Oregano. Und braten wir jetzt ganz kurz noch zusammen mit Gewürzen, dass die Gewürze seine Aroma jetzt in das Fett geben. Zwiebel. Jetzt fängt es so lecker zu riechen nach Knoblauch und nach Oregano.
Und jetzt kommen die unsere alle Gemüse dazu. Sellerie, Kartoffeln mit Möhren. Erstmal muss man kein Wasser dazu geben. Wir haben noch hier Saft von unserem Gemüse und lassen wir kurz das anschmoren. Deckel zu und ein paar Minuten schmoren lassen. So, es sind ungefähr 5 Minuten schon vergangen. Schaut, wie sieht es aus. Die Kartoffel schon so etwas seine Farbe geändert. Und jetzt gebe ich auch Zucchini, weil Zucchini ist ein weiches Gemüse und dann braucht es nicht lange. Und jetzt können wir gleich heißes Wasser aus dem Wasserkocher zufügen, so viel wie wir es brauchen. So, schauen wir. So, dass nicht zu dick, aber auch nicht zu dünn ist. Noch Schluck und reicht. Und jetzt lassen wir unsere Suppe 10 Minuten köcheln. Einfach langsam köcheln, dass die Gemüse fast gar sind. So, 10 Minuten rum. Jetzt können wir die Dose mit dem Thunfisch reingeben. Es kann dann komplett Flüssigkeit abgießen, aber die schmeckt sehr gut und in die Suppe passt sie auch sehr gut. Deswegen auch gebe ich auch kein Salz erstmal, bevor ich alles in die Suppe nicht drin habe. Und jetzt können wir auch gleich anwürzen mit Pfeffer. Wenn ihr mögt, ein bisschen was Schärfe. Gebe Paprika ein bisschen. Dann Sojasauce noch ein bisschen. Ich gebe erstmal die zwei, diese Dessertlöffel. Und dann probiere erstmal, dass ich nicht so starken Geschmack von Sojasauce habe. Aber das ist natürlich Geschmackssache. Es könnte doch noch ein bisschen dazu geben. Noch zwei kann ich ruhig geben. Auf jeden Fall so ein, zwei Esslöffel von Sojasauce wird hier richtig gut passen. Bisschen natürlich Kräuter, in meinem Fall gebe ich ein bisschen Dill und Schnittlauch. Kann man auch Petersilie oder Koriander dazu geben. Nochmal probieren nach Salz und wenn es nötig, geben wir noch Salz dazu. Ganz minimal gebe ich noch Salz, aber wirklich ganz bisschen. Und jetzt zum Schluss noch ein bisschen Zitronensaft. Umrühren und lasse meine Suppe ungefähr noch 5 Minuten auf die ganz niedrige Stufe ziehen. Und dann können wir schon unsere Suppe servieren. So, jetzt können wir unsere Suppe servieren. Jetzt ein paar Minuten noch gezogen. Und wenn ihr Paprika habt, könnt ihr auch Paprika dazu geben, dann die Suppe hat noch schönere Farbe durch das rote Paprika. Schaut, duftet wirklich so, so lecker. Schade, dass die Kamera kann diese Düfte nicht übertragen. Schaut, und wir haben alles hier, was wir brauchen. Kartoffeln und Gemüse. Und von dem Fisch auch was da. Ist wirklich sehr, sehr lecker. Und jetzt bei so einem kalten Tagen so eine Suppe auch so toll zu essen. Dann wird richtig warm in die Seele. So, liebe Freunde, wir sind heute wieder mal fertig. Und ich hoffe, es wird euch mein Video gefallen. Und einer oder die andere wird diese Suppe nachkochen. Und das kann man auch mit den anderen Konserven so einkochen. Wir haben früher auch sogar mit der Tomatensoße-Konserve auch so ein Suppchen gemacht. Dann haben wir auch sogar eine Tomaten reingeschnitten, wenn wir mit Tomatensoße das gemacht haben. Probiert ihr mal aus und schreibt mir Kommentar, wie hat es euch geschmeckt. Für Daumen hoch, vielen, vielen Dank, liebe Freunde. Ich wünsche euch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Tschüss!